0-0, also Schlussresultat zwischen dem FC Luzern und dem FC Thun. Und wir haben eine Stimme vom FC Luzern, vom Fidan Alitia. 0-0, wieder ein Punkt. Ihr habt rein auf dem Rasen optisch können an der Zürich-Leistung anschließen, aber leider hat es nicht zum Sieg gelangt. Wie siehst du das, den heutigen Match? Ja, wir sind in erster Linie defensiv sehr gut gestanden, was sehr wichtig ist. Wir haben gewusst, wenn wir kein Goal bekommen, dann verlieren wir das Spiel nicht. Mit ein bisschen mehr Glück hätten wir das Spiel gewonnen nach dieser Chance. Und der erste Halbzeit von Dario, wo der Freischuss am vollsten geht. Aber es ist zwar schade, wir haben unseren Fans unbedingt 3 Punkte schenken. Aber wir nehmen den Punkt jetzt mit. Aber wir haben gemerkt, ihr seid wieder dran gewesen, haben auch Chancen gehabt, Lattenschuss und so weiter, Offside-Goal. Also da fehlt nicht viel und dann kommt der nächste Rühr. Nein, absolut nicht. Man merkt, es ist Schwung in der Mannschaft, die Mannschaft lebt. Wir machen es gut, wir tun gut das umsetzen, was der Trainer verlangt. Und wenn es so weitergeht, bin ich sehr zuversichtlich. Der Sieg in Zürich, was hat eigentlich auch in den Köpfen ausgelöst, bei euch? Es war eine riesige Freude, es war auch eine Erleichterung, wieder einmal zu gewinnen, das Gefühl wieder zu haben, wie sich ein Sieg anfühlt. Aber wir haben genau gewusst, dass Sieg bringt uns nichts, wenn wir heute verlieren. Und ja, wir nehmen den Punkt mit. Jetzt sind ihr 2 Punkte in der GC. Die spielt jetzt in 20 Minuten gegen St. Gallen. Jetzt hofft ihr natürlich auf St. Gallen und dann hättet ihr es beim nächsten Match in den eigenen Füßen, das GC zu überholen. Ja, wir schauen in erster Linie auf uns selber. Die Gegner und die anderen interessieren uns nicht. Wenn wir so weiterspielen, dann kommt es gut. Okay, merci Fidan Alitti und gratuliere zum Punkt. Danke vielmals. So heute also der FCL-Verteidiger Fidan Alitti.